So, liebe Leute, wir wollen heute gucken, ob Pflanzen auch Zellatmung betreiben. Ich habe dafür hier diese weißen Bohnen ausgewählt, damit uns die lästige Photosynthese bei unserer Messung gleich nicht dazwischen kommt. Die habe ich vor einigen Tagen über Nacht eingeweicht und dann in dieser Tupperdose gehabt. Wie man sieht, kommen da schon Keimwurzeln raus. Man kann natürlich noch mehr machen mit diesen Bohnen. Zum Beispiel kann man sie präparieren und zeichnen, was man da drin findet und solche Dinge. Aber wir wollen heute gucken, ob sie Zellatmung betreiben. So, was braucht man dazu, um diese Messung durchzuführen? Erstmal brauchen wir natürlich ein Messgerät. Und da gibt es hier von der Firma Vernier diese Sensoren. Sind ziemlich teuer, 350 Euro habe ich bezahlt. Mitgeliefert wird auch so ein Gefäß, in das wir die Bohnen gleich reintun werden. Und dann kann man diesen Sensor per USB-Kabel mit einem Laptop verbinden. Das funktioniert auch über Bluetooth, das geht auch. Das bedeutet aber, mit dem USB-Kabel kann man auch einen normalen Computer benutzen. Oder, wenn man das mit Schülerinnen und Schülern macht, bietet es sich an, eine Handy-App zu verwenden. Die gibt es auch zu diesem Sensor kostenlos dazu. Ist ein ziemlich kleines Programm. Man kann das sogar auf einem Stick installieren, habe ich festgestellt. Ja, das ist erstmal die Voraussetzung und jetzt fangen wir an. So, Schritt 1 ist, dass wir die Bohnen in unser Messgefäß füllen. Der Trick dabei ist so ein bisschen, man steckt diesen Sensor nachher so rein, dass das ganze Gerät liegt. Und deswegen reicht es jetzt eigentlich, wenn wir hier einige Bohnen einfüllen, sodass der Boden bedeckt ist. So, das sollte schon reichen. Das sind 11 Bohnen. So, und dann führen wir unseren Sensor hier ein und sind dann bereit für die Messung. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier auf meinem Laptop. Ich habe das Programm Graphical Analysis schon gestartet. Man kann diese CO2-Sonde entweder über Bluetooth damit verbinden oder per USB, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und wir werden gleich die Messung starten. Ihr werdet euch vielleicht ein bisschen über die Einheit wundern, in der das CO2 gemessen wird. Es wird nämlich in ppm, also in Parts per Million gemessen. Das ist im Prinzip genau so eine Einheit wie auch Prozent, nur dass es hier ein Teil von einer Million ist. Und bei Prozent ist es ja immer ein Teil von 100. Das heißt, dass 1000 ppm, das ist so die Größenordnung, mit der wir es hier zu tun haben, das sind 0,1%. Ja. In der Atmosphäre haben wir ja neuerdings 420 ppm CO2 und hier in unserem Messgefäß sind natürlich mehr. In einem gelüfteten Klassenraum, habe ich gesehen, sind ungefähr noch 700 ppm CO2. So, dann werden wir jetzt die Messung vornehmen für 120 Sekunden und die Ergebnisse blende ich dann am Ende noch einmal extra rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Thank you.
Musik.